Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Super Mario Sunshine. In der letzten Folge haben wir hinten in Parque Fortuna die letzten blauen Münzen gesammelt. Heute wollen wir das weitermachen, allerdings nicht in Parque Fortuna, sondern in Lidosi Arena. Jo, es fehlen jetzt noch 3 Stages. Ich zeige nochmal ganz kurz die Übersicht. Das wären Lidosi Arena. Da fehlen 6 Stück. Das wusste ich noch gar nicht. Bei Paradiso, da fehlen 10. Und als letztes Plaza de la Palma, da fehlen noch 12. Das wird also nochmal ein bisschen Arbeit. Heute allerdings bei Lidos Arena hält sich in Grenzen. Ich habe mir wieder mal so ein bisschen die Liste rausgesucht, wo die blauen Münzen noch sind. Wie gesagt, 6 Stück fehlen für uns noch. Und Lidos Arena ist hier. Ich werde das... Nee, Mario? Ich werde das wie immer machen. Ich werde heute die Münzen sammeln und alles andere rausschneiden, wo ich die Münzen schon habe. Denn ich weiß natürlich nicht mehr, welche ich nur schon gesammelt habe und welche nicht. Deswegen machen wir das ganz einfach so. Und ja, Moment, meine Kamera steht ein bisschen, bisschen schlecht. So, okay. Na, deswegen machen wir das jetzt... Bin ich eigentlich doof? Die steht doch sonst immer hier. Okay, so müsste es passen. Also, wir fangen an mit Kapitel 1. Da gibt es nur eine einzige blaue Münze, wo ich mir relativ sicher bin, dass ich die noch nicht habe. Deswegen werden wir die jetzt erstmal holen. Und ja, wie gesagt, ich werde jetzt immer die ganzen Orte absuchen, wo die blauen Münzen sind. Und wenn ich mal eine schon habe, dann wird das einfach rausgecuttet. Denn, weil so, ne? So, die erste müsste auf jeden Fall irgendwo im Wasser sein. Da hinten sieht man sie schon, wow. Ja gut, die habe ich natürlich damals nicht gesehen. Ich denke, wenn man die nicht kennt, wenn man nicht weiß, wo die ist, dann... findet man die auch nicht. Die ist natürlich cool versteckt. Das finde ich aber nicht schlecht so. Das ist mal was anderes. Es ist nicht völlig abwegig, die von alleine zu finden. Ne? Man müsste sich halt nur mal ein bisschen umschauen. Und damit haben wir die erste. Das wird natürlich wie immer so laufen, dass ich meine Kreuzchen mache. Dass ich meine gefundenen blauen Münzen abstreiche. So wie immer halt. Ne? Und irgendwie sitze ich heute nicht so richtig mittig. Ah, komm raus. Sekunde. Steht auch nicht richtig. Ich habe mich halt echt schlecht vorbereitet. Das tut mir sehr leid. So, ich hoffe, jetzt passt. Ich habe nämlich meine Kamera immer so eingestellt, wie, ne, wie ich das gewohnt war. Ich muss wieder hier raus, merke ich gerade. Und habe es halt irgendwie anders gestellt. Ich weiß gar nicht so richtig, warum. Und ja, jetzt sah das alles ein bisschen komisch aus. Und ich habe es gar nicht nochmal geprüft. Ich denke, das wird funktionieren, auch wenn ich jetzt nicht perfekt in der Mitte bin. Ne, weil ich mich halt auch so automatisch mittlerweile so ein bisschen bewege, je nachdem, wo ich halt sitze. Und halt entsprechend weiß, wo ich hin muss. So, weiter geht's. Kapitel 2. Ich werde schon mal die Liste runterscrollen. Sehr schön. So, Kapitel 8. Nein, heute ist es tatsächlich mal so, dass die ganzen blauen Münzen auf viele Kapitel verteilt sind. Das heißt, von den 8 Kapiteln müssen wir 6 Stück besuchen. Und ja, ich weiß natürlich überhaupt nicht, welche ich schon habe. Das heißt, ich werde es jetzt wirklich der Reihe nach machen. Und wir sehen es dann natürlich entsprechend an manchen Stellen mal nicht, weil ich die eben schon gefunden habe. So, also, mal schauen. Irgendwo müssen hier doch liegen sein. Moment. Mal ein bisschen rauszoomen. Ah, hier, das Ding. Ja. Moment. Das habe ich doch niemals schon gemacht. Ich bin verwirrt. Ich bin ja falsch, merke ich gerade. Ach, nach rechts zu den liegen. Ich bin behindert. Ich habe links gelesen. Ich habe links gemacht und rechts gelesen. So, wir müssen irgendwo liegen sein. Hallo. Ach, da. Okay. Also, das muss man wissen, ne? Oi, oi, oi. Das finde ich ein bisschen weit hergeholt. Ich möchte mich nicht beschweren, aber... Eieiei. So, ja. Ich muss noch mal ganz kurz nachschauen. Es waren jetzt noch 4, genau. Noch 4 Stück. Und dann haben wir es. So, jetzt müssen wir wieder nach oben. Das heißt für uns... Geister absprühen. Ah! Spring doch, Mario. Ja, sehr schön. Ich muss ganz nach oben irgendwie, habe ich gerade gelesen, oder? Ja. Da bin ich mir relativ sicher, dass ich sie noch nicht habe. Bin ich jetzt schon ganz oben? Nee, oder? Nee, hier ist ganz oben, ne? So, sehr schön. Und jetzt müsste hier irgendwo eine Lampe sein. Du bist eine Verarsche. Aber die Lampe da ist keine, oder? Aha! Alter, da wäre ich niemals drauf gekommen. Das ist wieder so eine Münze, wo ich sage, das kann man nicht wissen. Das ist einfach nicht möglich. Na gut, damit haben wir die aber auf jeden Fall. Jetzt geht es zurück ins nächste Kapitel. Diesmal geht es ins Kapitel 3. Da müssten bis zu 8 blaue Münzen sein. Das ist allerhand. Bumm. Ja, wir kommen übrigens, wir gehen langsam stark und strikt Richtung Ende des Let's Plays zu. Es fehlen nur noch die 3 Level. Lidos Arena, Plaza de la Palma und... So, weiter geht's in Kapitel 5. In der 3 habe ich, glaube ich, nicht eine einzige blaue Münze jetzt gefunden. Das heißt, es wird komplett rausgeschnitten. Spielt keine Rolle für euch. Okay. So, wie geht's weiter?
Ich glaube, die anderen Sachen habe ich auch schon. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal ins Casino rein. Die letzten drei blauen Münzen für dieses Kapitel werden nämlich im Casino. Und da bin ich mir aber ziemlich sicher, dass ich das schon geschafft habe, weil ich damals, als ich im Casino war, richtig gründlich gesucht habe. Und das sind zweimal so ein M und... Oder? Hier die rechte Fackel löschen. Ja, die Fackel habe ich schon gelöscht, das ist keine Frage. Ich mach's trotzdem nochmal kurz. Hier sage ich doch. Keine Frage. Das ist nicht wirklich eine blaue Münze da drüben. Hey, komm, Mario, mach mal die linke Fackel noch. Da ist noch eine normale Münze drin, genau. Hier ist ein Geist. Du Arsch, du verarschst mich hier. Komm her. So, okay. Was? Moment mal. Hier muss ich eine Stampfattacke machen? Das habe ich bestimmt noch nicht gemacht. Was ist das denn? Da muss was mit drauf kommen, ey. Aha! Okay, das war mal wieder ein... Alter, das ist nicht euer Scheißernst. Wie soll man denn das bitte wissen? Das kann man niemals von alleine rausfinden. Okay, das war zumindest mal wieder eine blaue Münze. Das ist nicht schlecht. Und die letzte wäre über dem Eingang. Müsste so eine... So ein Delfin sein? Alter, habe ich das wirklich übersehen? Ist es mein Scheißernst? Vergangenheitsrikos, willst du mich verarschen? Alter, wie habe ich denn das übersehen? So, jetzt fehlt noch eine einzige blaue Münze in diesem Level. Wir sind auch in diesem Kapitel fertig. Alter, das habe ich übersehen? Wirklich? Rikus, schäm dich. Das Ding war ungefähr so groß wie... Naja. Wir werden jetzt ins nächste Kapitel gehen. Kapitel 6, da müsste es auch nochmal 4 blaue Münzen geben. Allerdings bin ich mir auch da wieder fast sicher, dass ich die schon habe. Ich werde es trotzdem kurz überprüfen. Das ist nämlich keine allzu große Aufgabe jetzt hier. Ich muss hier im Prinzip nur die ganzen Dorfbewohner sauber machen, die da ein bisschen vollgeschlotzt wurden. Und das wären wieder 4 blaue Münzen, aber ich denke mal, die brauchen wir nicht. Jo, ich bin nochmal in Kapitel 3. Mir fehlt jetzt noch eine einzige Münze. Ich habe jetzt gerade schon in den anderen Kapiteln viel gesucht und... Upsala. Hey, sorry, ja, ist ja gut. Und ich glaube, ich habe vorhin in meiner Liste hier eine Sache übersehen, die ich jetzt nochmal überprüfen möchte. Ich hoffe mal, dass das jetzt hier die letzte blaue Münze ist, denn ich bin langsam echt so ein bisschen mit meinem Latein am Ende. Ich werde jetzt erstmal wieder durch das Badezimmer hier gehen, durch die Toilette, und dann mal schauen, ob ich da oben hoffentlich eventuell diese blaue Münze finde, die mir jetzt noch fehlen sollte. Denn ich... weiß es nicht mehr. Ich habe jetzt alle möglichen Sachen nochmal abgesucht, quasi schon das zweite Mal. Irgendwann hat man dann so langsam nicht mehr so die Idee, was es noch sein könnte. Und deswegen probieren wir das jetzt mal. Was willst du eigentlich? Geh weg. Komm schon. Ja, öffnen bitte. Wunderbar. So, jetzt müsste ich hier wieder hoch, wenn mich alles täuscht. Wenn mal die Kamera nicht ganz so nah wäre, würde ich vielleicht auch was sehen, aber... Komm schon. Ist der Ernst jetzt hier? So, okay. Moment mal. Na, komm schon. So, und zwar könnte eventuell an diesem Regal hier hinten irgendwas sein. Ach, meine Güte. Ja, das habe ich wieder vollkommen überlesen in meiner Suche vorhin. Sehr schön, sehr schön. Damit haben wir auf jeden Fall alle gesammelt. Ich zeige es nochmal ganz kurz. Das war anstrengend, muss ich sagen. Also, Lido Sirena, du hast mir doch ein bisschen Schwierigkeiten bereitet. Da waren die 30 auf jeden Fall zu sehen. Und dann hätten wir es auch für heute geschafft. Ich denke, in der nächsten Folge werden wir dann... Upsala. Entschuldigung. So. In der nächsten Folge werden wir dann weitermachen mit... Wie heißt's? Plaza de la Palma, und da fehlen mir noch wirklich viele, 12 Stück, das wird nochmal richtig Arbeit. Auf jeden Fall werden wir es aber auch schaffen. Also vielen Dank fürs Zuschauen, schaut auf den Endcard vorbei und bis zum nächsten Mal. Ciao. Willkommen auf der Endcard von Super Mario Sunshine. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr das Video bewertet oder mir ein Abo dalasst für meinen Kanal. Außerdem habt ihr hier noch die Möglichkeit, eins der anderen beiden Videos anzuklicken, die euch hier verlinkt sind. Und ja, damit würde ich schon sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.